Hallöle. Dr. Savé, sind wir wieder hier. Wir sind beim nächsten Tasting angelangt. Und zwar, jetzt haben wir mir da mal eine spannendere Sache. Jetzt waren es gerade ein bisschen so klassische Biere, die letzten paar Tastings. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was Ausgefallenes. Zum Beispiel in diesem Fall von Ruhrpott Brew, ein Honey Pepper Ale. Also ein Bier mit Honig und Pfeffer verbraut, schätze ich mal. Also was, ja, Honig und Szechuan-Pfeffer sind mit drin. Genau. So ein Ruhrpott Brew, die sind aus Oberhausen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Gießen wir das mal ein. Da haben wir auch wieder mal ein Bier, das als dunkles durchgehen würde. Oder durchgehend durch ein dunkles Bier ist quasi, dass das durchgeht. Ein dunkles Bier halt. Ja, dann schauen wir mal, riechen wir mal dran. Pfeffer ist vordergründig da. Den nimmt man auf jeden Fall wahr. Den Honig nur dezent. Ja, also ist auch jetzt kein stark riechendes Bier, aber den Pfeffer nimmt man schon ein bisschen in der Nase wahr. So, dann probieren wir das Ganze mal. Geschmack. Ja, sehr. Nochmal, brauche ich nochmal. Recht malzig. Der Pfeffer ist da. Präsent auf jeden Fall. Aber nicht jetzt so, dass es richtig krass nach Pfeffer schmeckt. Der ist aber auf jeden Fall, man schmeckt ihn raus. Mit dem Ganzen auf jeden Fall eine schöne Würze. Der Honig ist etwas vernachlässigt, aber kommt ganz leicht hinten raus. Also bisher müssen wir auch weitermachen noch mal ein bisschen. Ja doch, der Szechuan-Pfeffer ist präsent. Wie gesagt, aber nicht störend. Also super leckeres, würziges Bier. Honig versteckt sich etwas. Also der ist kommt hinten raus ganz leicht. Also ein bisschen schmeckt man schon Honig, aber das ist wirklich marginal. Also, aber es ist ein super rundes, leckeres Bier. Kann man nichts anderes sagen.